Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Wer sich übrigens gerade fragt, was soll dieser rosane große Punkt mit dem Fahrradreifen hier bedeuten, darauf komme ich in einem anderen Video zu sprechen. Aber so als kleiner Hinweis, ich habe ja noch einen anderen Kanal, da dreht sich alles ums Thema Fahrrad. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nutze das als Werbegelegenheit, dass ich demnächst wieder neue Fahrradvideos bringe. Das heißt jetzt nicht, weil ich hier so einen krassen Helm habe, dass ich Downhill, Freeride oder sonstige Videos mache. Also wenn ich dafür die Zeit hätte, das zu trainieren und üben, würde ich sofort machen. Aber diese Themen kommen auf jeden Fall wieder. So, kleiner Spoiler für meinen anderen Kanal. In diesem Video geht es um etwas Exotisches, Tropisches, Fantastisches. Und ich hätte jetzt vor ein paar Tagen nicht gedacht, dass ich dieses Video machen kann, weil es schien auf den ersten Blick, als ob es nicht funktioniert. Ich habe es jetzt die letzten Wochen und Monate wirklich ständig immer wieder versucht und es ist kläglich gescheitert. Wahrscheinlich lag das daran, dass die Qualität des Saatguts nicht gut war. Aber ihr wisst, wir waren letztes Jahr auf einer Mittelamerika-Reise und dort habe ich das erste Mal einen Cashew-Apfel probiert. Cashew-Apfel, total faszinierend, richtig interessant. Hat so ein bisschen auch vom Geschmack her so ein bisschen, ist ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal Cashew-nussig, aber leicht säuerlich, hat sehr wenig mit Apfel zu tun und ich war total überrascht, dass der innen drin so extrem, ja, ich hätte schon fast gesagt flüssig ist. Also es erinnert auch, ja, an eine Mango, und aber eine überreife Mango, die einfach, wenn du sie anschneidest, da kommt überall das Wasser raus. Und das Thema Cashew-Baum selber ziehen aus Samen, das wollte ich schon seit Ewigkeiten machen. Die letzten Lieferungen, die ich hatte, sind kläglich gescheitert. Ihr wisst, ich habe schon mal ein Video gemacht. Ich habe euch auch kleine Shorts-Videos hochgeladen zum Thema Cashew-Apfel, wie der so ausschaut. Und das Thema hat mich jetzt so gereizt, dass ich jetzt die letzten Tage und Wochen gebankt habe, ob das mit der Aussaat funktioniert. Jetzt denkt ihr, ha ja klar, jetzt zeig doch einfach mal, dass es funktioniert hat, wenn du schon so rumpalaberst. Und ja, das wollte ich euch in diesem Video machen. Ich war jetzt gerade dabei, ein bisschen in meinem anderen Raum, wo die ganzen Pflanzen stehen, auszusortieren, weil ich gedacht habe, das hat wieder nicht funktioniert. Das Interessante war, dass auf den Samen sich so ein bisschen oberflächlich Schimmel entwickelt hatte. Und ich dann gedacht habe, okay, die Samen schimmeln, es hat wieder nicht funktioniert. Jetzt habe ich aber bei den Samen einfach mal reingeguckt, bei einzelnen Samen. Und dann, ich hoffe, ihr könnt sehen, ist ein bisschen klein, ich bin ein bisschen weit weg von der Kamera, aber sie hat Wurzeln gebildet. Das heißt, zukünftig wird das eine Pflanze werden, denn der Samen hat Wurzeln gebildet. Und bei diesem hier sind noch mehr Wurzeln dran. Ja, also schaut mal, hier so eine richtig dicke Wurzel. Und das heißt, es hat funktioniert mit dem Thema Cashew aus Samen heranziehen. Allerdings noch nicht so weit, dass ich eben Cashew-Nüsse ernten kann. Oder Cashew-Kerne, besser gesagt. Das Thema wird noch ein bisschen wachsen müssen, dass man hier ein Cashew-Bäumchen, Sämling, entdecken kann. Aber ihr seht und fragt euch vielleicht, Mensch, das ist so ein Riesensamen. Und dann ist das praktisch hier so ein mini-kleiner Topf. Ich habe diese kleinen Töpfe jetzt nur genutzt, damit ich die Samen praktisch zum Keimen bringe. Ich hätte es ja auch im Keimbeutel machen können. Da war aber die Erfahrung, dass durch den nicht vorhandenen Luftaustausch, sonst hätte man dauernd immer die Tüte auf und zu machen müssen, der Samen einfach ganz schnell verrottet ist. Das ist das eine Thema. Cashew-Nüsse, Cashew-Kerne. Sobald die gekeimt sind, richtig schöne Keimblätter vorhanden sind, werden wir das Thema auf jeden Fall intensivieren. Was ich noch dazu sagen will, ich werde sie in größere Töpfe stellen müssen, weil diese Pflanzen recht zügig unterwegs sind, recht kräftig wachsen und dieser kleine 9x9er Topf einfach, ich habe gerade gesagt, der kleine Topf, er ist einfach viel, viel zu klein. Für die Keimung ist okay, da muss man immer schön drauf achten, dass man das nicht zu spät macht, aber es ist jetzt so langsam so weit, vor allem wenn dann der Samen selbst schon fast am oberen Drittel im Topf ist und die Wurzel schon praktisch nach unten gewachsen ist, das ist dann schon der kritische Zeitpunkt. Ich wollte euch noch ein kleines Update zur Amarula-Pflanze geben. Ihr seht, die ist jetzt gerade frisch am Austreiben. Neues Grün ist zu sehen und dementsprechend ist die Sclerocaria birea
Ganz gut über den Winter bisher gekommen. Draußen hat es noch minus 5 Grad. Das heißt, in naher Zukunft wird es hoffentlich bald wärmer. Das Frühjahr kündigt sich ja hoffentlich an und dann ist auch wieder Zeit für mehr Fahrrad. Und dann würde ich sagen, gesichert mit einem stabilen Helm. Ups. Gesichert mit einem stabilen Helm. Und wir sehen uns im nächsten Video. Entweder zum Thema Fahrrad oder zum Thema Cashewnuss. Die kann einem jetzt auf den Kopf fallen, da kann nichts passieren. Bis dahin Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.